Ja, hallo YouTube. Ich möchte euch heute mal ein Messer vorstellen. Es handelt sich um das Modell Titan der taiwanesischen Firma Gigant oder wie immer man das aussprechen mag. Der Firmenname selber war mir persönlich jetzt noch nicht so geläufig, was aber auch nicht unbedingt was heißen muss. Ich habe dann mal nachgeschaut, die Firma Gigant aus Taiwan ist ein Zulieferer für viele namhafte Messerhersteller und fertigt seit 1995 unter diesem Namen eigene Messer. Das Design ist von Fred Carter, der wohl relativ bekannt ist. Kommen wir zum Messer selbst. Das Modell Titan ist nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, tatsächlich aus Titan, sondern die Griffschalen bestehen aus anodisiertem Aluminium, hier in dieser goldenen Farbgebung. Es handelt sich um ein Liner-Lock-Messer. Der Liner ist auch verchromtes Aluminium. Dieser Verschluss ist kugelgelagert mit Nickelkugeln, die also dann sehr verschleißarm oder verschleißfrei sein sollen. Die Klinge ist aus AUS 8 Stahl, also einem Stahl mit einem 8%igen Kohlenstoffanteil und 14%igen Chromanteil. Er ist rostfrei. Und das Besondere an dieser Klinge ist ein Verfahren, was die Firma hier anwendet. Das steht auch auf der Klinge drauf. Das Messer ist Super Cryo Steel. Das heißt, das Messer wird mit flüssigem Stickstoff getempert, also gehärtet. Und das soll eine besondere Schnitthaltigkeit und eine besondere Härte der Klinge bewirken. Die Klinge selbst ist ca. 80 mm lang. Die Gesamtlänge des Messers ist ca. 195 mm. Wir haben hier oben eine sehr ausgeprägte Daumenrampe und auf der Rückseite einen recht strammen Clip. Das Messer selbst ist ein reines Rechtshändermesser, weil weder der Daumenknopf noch der Clip lassen sich versetzen. Die Verarbeitungsqualität ganz allgemein ist hervorragend. Also da ist überhaupt kein Spiel, weder horizontal noch vertikal in der Klinge. Das sitzt bombenfest in diesem Liner-Lock. Wenn ich das Messer schließe, die Klinge sitzt also auch mittig zwischen diesen beiden Griffschalen. Top-Verarbeitung. Im Lieferumfang des Messers ist ein Werkzeugkit. Hier in der Schachtel ist ein kleiner Hinweis, dass ich unter diesem Formstück ein kleines Werkzeugkit befindet. In diesem Werkzeugkit ist einmal ein Imbusschlüssel, mit dem man die Schrauben hier lösen oder befestigen kann, und ein Schlüssel, um den Schließmechanismus anzuziehen. Und außerdem ist noch ein kleiner Schlüssel drin, den man dann hinten in diese Öse einführen könnte. Des Weiteren sind im Lieferumfang noch ein paar Hinweise und noch ein paar Anhänger, die über die Materialqualität und über dieses Kryo-Verfahren Auskunft geben. Alles in allem finde ich, ist es ein sehr schönes Messer, was also jetzt so out of the box rasiermesserscharf geschliffen ist. Danke fürs Zusehen.